Die nächste Dame kommt aus Tirol und ist dem Klischee entsprechend auf dem Ski groß geworden. Ganz groß dann vor allen Dingen mit den vielen Siegen im Abfahrtsweltcup. Ski gefahren ist sie in ihrer erfolgreichen Karriere ja sowohl für Österreich als auch für Deutschland. Tanzen wird sie aber für sich selbst. Paar 11 sind Katharina Gutensohn und Christoph Sandner. Bei uns in Tirol ist es so, dass eigentlich fast jeder ein bisschen Disco-Fox oder ein bisschen Walzer, ein bisschen Polka, so ein bisschen halt. So viel kann ich auch. Und die neue Bestzeit. Es hat natürlich mit Skifahren überhaupt nichts zu tun. Hier ist genau das Gegenteil gefragt. Elegantes, geschmeidiges und so weiter. Also da habe ich noch ein großes Stück Arbeit vor mir. Katharina, wie würdest du tippen? Bis jetzt habe ich mit Prinzessinnenkostümen und solchen Kleidern eigentlich sehr wenig zu tun gehabt und habe mich auch eigentlich nie danach gesehen, muss ich auch sagen. Ich bin aber überrascht, dass man doch irgendwie hineinfindet und sich dann nett vorkommt. Drin. Das Interessante an der Katharina ist, dass sie ein Gegenpol ist zu mir. Also ich bin eher immer der quirlige Typ. Und sie ist eher die Ruhe zu mir, glaube ich. Das Wichtigste ist die Dame, auf die muss ich Rücksicht nehmen. Weil nur wenn die Dame super ausschaut, schaue ich gut aus dadurch. Auch Katharina und Christoph haben ja wie all die anderen Paare auch schon vor Wochen mit dem Training begonnen. Allerdings war bei den beiden alles ein bisschen Anfang. Vielleicht haben Sie es gelesen. Die Katharina hatte einen Unfall, musste im Krankenhaus genäht werden. Allerdings hält das eine Kämpfernatur natürlich nicht auf. Und damit ist sie die erste Dancing Stars Kandidatin aller Zeiten, die zwar ganz schön blau, aber immerhin pünktlich beim Training erschienen ist. Das Dancing Stars hat für mich eigentlich schon ein bisschen turbulent angefangen, weil ich mich verletzt habe. Ja, hi, was ist mit dir passiert? Also ich bin da unabsichtlicherweise umgeschmissen worden und es hat einfach der Kopf geschmerzt und ja, es war einfach eine zusätzliche Belastung. Wie die Katharina das erste Mal gesehen habe, war es natürlich schon leicht gezeichnet im Gesicht, also es war definitiv nicht zum Übersehen. Wir machen Pause, wenn du sagst, du willst Pause, ich tue halt alles, was du willst, okay? Er hat dann auch nicht genau gewusst, wie viel ich jetzt eigentlich noch machen kann, oder er war eigentlich sehr besorgt, sagen wir so. Wie geht das? Er hat mich da gut unterstützt, eigentlich in die richtige Richtung. Das Thema Verletzung ist jetzt alles erledigt, das Problem liegt eigentlich ganz woanders. Hinter, wir haben ein Arschproblem. So, und jetzt das Ganze nicht. Jetzt war es einmal schritttechnisch richtig. Ich bin gewohnt, Kraftsport eigentlich zu machen. Nicht Skifahren ist eher Kraftsport. Und hier ist jetzt ganz was anderes gefragt. Also das ist eher feminin, weich zu wirken. Jetzt nähern wir uns. Der steht halt so aus. Ja, du wirst so. Und das ist nicht so unbedingt meine Stärke. Und das muss ich jetzt irgendwie lernen. Spät aber doch. Trotz seiner Kritik eigentlich an meiner Haltung ist witzigerweise von trotzdem er eigentlich ein Muskelkater im Hinterkopf. Du hast einen Muskelkater? Ja. Ich weiß nicht warum. Das habe ich recht lustig gefunden. Du merkst auch so einen Hund an mir, stimmt's? Ja. Doch, hätte er gern. Hier kommt Paar 11, die Ex-Skirennläuferin Katharina Gutensohn, gemeinsam mit Christoph Sandner. Und die zeigen uns einen Quickstep. She's a beautiful girl.
Du lachst noch, das ist gut. Ich habe mich fast selbst skalpiert jetzt gerade. Nein, ich bitte noch einmal sowas. Wir sind ja eigentlich gewohnt, Christoph, dass unsere Trainer ihr Material nach und nach kaputt machen. Aber dass bevor irgendwas passiert, du schon beschädigt quasi antrittst, das hatten wir noch nicht. Ist aber alles verheilt und alles gut wieder, oder? Ja, jetzt ist Gott sei Dank endlich alles weg. Keine Nähte mehr und kein Kleber mehr. Und sehr gut. Gestern abgefallen, pünktlich. Pünktlich zur Show, das lobe ich mir. Glaubst du, erkennt die deine Familie heute überhaupt? Weil normalerweise sagst du, du hast dich immer gegen Kleider gewehrt und jetzt auf einmal? Hallo Mama. Das ist die Tochter nach wie vor. Freut's euch? Und deine Tochter ist auch da, gell? Und mein Sohn. Und dein Sohn, alle sind da. Ja, der Kleine ist nicht da. Na, aber der ist wahrscheinlich zu klein, gell? Wie alt ist der? Der kommt schon noch. Der kommt auch noch. Tauchen alle noch auf. Na, du kannst gern umkommen, wenn du willst, gell? Du musst nicht sitzen bleiben, ich sag's dir nur. Sag mal ganz kurz, also er hat ziemlich gelitten beim Training, Muskelkater, der ganze Tanz war für den Arsch. Wo hast du gelitten oder war es okay? Boah, gelitten, ich habe eigentlich nur an meine Blessuren gelitten, sonst habe ich es eigentlich recht nett gefunden. Siehst du? Das ist gute Voraussetzung, mit der kann man einiges anstellen, Nicole. Hast du das Potenzial auch schon gesehen? Absolut. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr froh, dass ich heute die Quick Steps beurteilen darf, weil bis jetzt bin ich überhaupt nicht enttäuscht. Also ich bin positiv überrascht, vor allem wenn du in der Haltung tanzt mit dem Christoph, weil du hast natürlich einen super Quick Step Tänzer mit dem Christoph. Super hast du getanzt, echt. Nicht. Und eine tolle Haltung, noch ein bisschen kannst du noch ein bisschen weicher werden, aber ich muss sagen, an den Stellen, jetzt bist du nicht dran, mein Lieber. An den Stellen, wo du alleine tanzt. Ja, du musst was sagen. Ich wollte das Gleiche sagen. Zu spät. Wenn du alleine tanzt, da musst du noch ein bisschen dran arbeiten, dass es noch ein bisschen freier wird oder so. Aber ich muss echt sagen, Hut ab. Das war ein toller Start. Und besonders für eine Sportlerin. Und sie sieht super elegant aus. Also weiter so. Echt. Dankeschön. Ja, Nicole. Nee, Nicole, nur weil sich der Bollasch heute was drauf einbildet, dass er wegen Föhnwelle den ganzen Tanz gesehen hat, wird er jetzt ein bisschen vorlaut. Darauf würde ich mir nichts einbilden, aber wir sind froh darüber, weil du jetzt sagen kannst, der Katharina, wie toll sie getanzt hat. Ja, wollte ich eh sagen die ganze Zeit. Na gut, dann dass sie mal, heute das Richtige gesagt hat, endlich einmal hast du die Sache richtig gesagt. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Bei Dancing Stars gibt es drei Wege, die man gehen kann. Entweder bist du die beste Tänzerin, bist die sympathischste Tänzerin oder bist diejenige, die sich von Sendung auf Sendung sich am meisten entwickelt. Ich würde schon wagen, dass du dich eher in die letzte zwei Richtungen dich orientieren müsstest. Soll es nicht negativ klingen, es soll ein guter Ratschlag sein. Das ist gar nichts Negatives, weil sich zu entwickeln ist eine ganz gute Sache. Katharina, danke für den Quickstep. Danke sehr. Dankeschön. Ja, früher haben die Fans der Katharina gleich sagen können, wie sie ihre Leistung finden, angefeuert an der Piste. Jetzt müssen sie das mit Anrufen und SMS, falls diese Frau sich wirklich noch weiterentwickeln soll von Woche zu Woche. 09010 59 09 11. Es war eine leichte Verzögerung, weil du bist aufs Gleit gestiegen, gell? Man hat es nicht gesehen, leider, man hätte es gern gesehen. Ein Traumsprit. Aber tolle Kommentare von der Jury. Auch für mich war das gestern, wir haben uns ja gestern zufällig in einer Pizzeria getroffen. Ich wollte, und da habe ich dich gesehen und da habe ich dir gestanden. Als ich diesen Quickstep gesehen habe, war ich so positiv überrascht, weil nach dem Mambo, den ich gesehen habe, da habe ich dir dann gestanden, jede Schneeschaufel hat mehr Hüftenschwung. Also das war aber, da wolltest du mich bald mit der Pizza schlagen. Nein, aber du hast es verstanden. Nein, war toll. Stimmt, war wirklich toll. Deine Kinder sitzen draußen, die haben lustige Namen, nämlich
Luca. Lola. Der Kleine heißt Lino. Lino. Also praktisch wie Dick, Trick und Track, genau. Mit L halt. Ja. Und der Lino kommt auch noch. Das war aber für dich ganz wichtig, als sie dich gefragt haben, ob du teilnehmen möchtest, dass die Kinder irgendwie versorgt sind. Ja, du hast die drei Sachen. Du hast da Skireinschuhe, du hast die drei Kinder und jetzt sollst du bei uns tanzen. Der Mann habe ich auch noch nicht. Ja gut, ist der ist ja, Sache, ist ja Selbstversorger. Ne? Nein, es war für mich echt das Wichtigste, dass ich das Gefühl habe, wenn ich wegfahre, dass die Kinder gut versorgt sind, dass es ihnen gut geht, auch wenn ich nicht da bin. Was ja eh schwierig ist, weil es ja ist viel zu tun und sind alle drei in der Schule. Hi, Babys. Sei doch stolz auf dich. Ja, und ich habe schon auch ein bisschen Sehnsucht. Und, ja. und, aber, mei. Ich höre gerade übrigens, die Regie sagt mir, dass deine Kinder da draußen Wein trinken. Also, da würde ich nochmal nachschauen. Wahrscheinlich sind das nur die Gläser, liebe Jury. Jetzt, ich habe es ja kurz. Das machen wir jetzt ganz kurz. Ihr habt einen Oberösterreich-Tirol-Dolmetsch gebraucht. Warum? Ja, es ist nicht so leicht, weil wir teilweise unterschiedliches Vokabular verwenden. Zum Beispiel? Wenn ich sage, ich heb die, ja. Meinen sie, ich halte die. Aber in Oberösterreich ist heben, hochheben und sie meinen da aber festhalten. Aha. Das kann auch ganz schön gefährlich enden, wenn man dann bei Hebefiguren ist. Und sie verwenden Auffi-Lupfen, das habe ich bis heute noch nicht ganz begriffen. Lupfen aber wir ist sind heben. Noch, Lupfen ist heben. Ja, ist ja. Anscheinend. Und da war aber ein Ausdruck drin, der mich gewundert, das ist ein Arm. Wie heißt das? Ein Arm. Ja. Arm. Ein Arm. Ein Arm. Ja. Oder? Ein Arm. Das müsstest du als Österreich, als Oberösterreich aber kennen. Aber ein Ei auf Oberösterreichisch, wie heißt das? Ein Ei. Nein, ein Ohr. Ohr, Ruhe. Zwei Ohr, drei Ohr. Drei Ohr. Kein Ohr. Jetzt aber. Also, Tanzen ist ja Körpersprache und wir schauen jetzt zur Jury und die übersetzt jetzt eure Körpersprache in hoffentlich viele Punkte. Ja, Aufi, Ui und jetzt hast du mal Umi zur Jury. Nicole fängt an. Sechs. Thomas. Fünf. Hannes. Fünf. Und Bollasch. Auch schön. Sehr gut, sehr schön. 21 Punkte, Katharina und Christoph. 21 Punkte, seid zufrieden? Wunderbar. Ja, aber selbstverständlich. Super. Bitte setzt euch nicht mehr, freut euch. Nehmt euer Wasser mit. Meine Damen und Herren, 12 Prominente sind uns ja für die neue Staffel wieder ins Netz gegangen. Und wenn Sie aber zu Hause auch noch ins Netz gehen, können Sie über alle 12 noch viel mehr erfahren. Online bei uns auf dancingstars.orf.at. Da gibt es täglich Neuigkeiten in Wort, Bild und Video. Da sind Sie praktisch im Tanz- oder beziehungsweise im Trainingsraum live dabei. Sie riechen förmlich den Schweiß.